So bekommt ihr jedes Auto kostenlos, Leute. Und das Beste ist, sogar jedes Fahrzeug aus dem neuen DLC, was noch nicht veröffentlicht ist. Aufbauen mit dem Video anfangen, würde ich erst einmal bitten, einen fetten Like ins Video dazu lassen. Und Leute, schickt das Video euren Freunden, bevor der Glitch gepatcht ist. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch müsst ihr hier CEO werden können. Zusätzlich zum CEO braucht ihr auch ein Fahrzeuglagerhaus mit einem Spezialfahrzeug drin, was ja auch zum CEO-Business gehört. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Basis. Wichtig, die Basis muss voll sein mit Fahrzeugen und davon muss ein Fahrzeug ein Straßenfahrzeug sein, was keine Versicherung hat. Und ihr braucht in der Basis einen laufenden Überfall, damit ihr die Einladung von Lester bekommt auf dem Handy. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der am besten auch das Fahrzeug hat, was ihr gerne haben möchtet. Hat das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seit einer öffentlichen Sitzung. Und ja, es muss eine öffentliche sein, denn wir brauchen hier eine Sitzung mit mindestens 20 Spielern, damit das Verglitschen besser geht. Habt ihr eine Sitzung gefunden, dann könnt ihr eurem Freund sagen, ey, yo, komm bitte mal in die Sitzung rein. Denn als nächstes registriert euch hier als CEO und fahren jetzt zum Fahrzeuglagerhaus. Sind wir im Fahrzeuglagerhaus angekommen, holen wir jetzt ein Spezialfahrzeug raus. Welches ist völlig egal, in meinem Fall benutze ich aber den Ramp Buggy, da er nach meiner Erfahrung am besten funktioniert. Gut, habt dann rausgeholt, dann warten wir tatsächlich erstmal, dass wir die Einladung von Lester bekommen. Das kann je nachdem bis zu 5 Minuten dauern. Und by the way, Leute, falls ihr mit diesem Glitch Fahrzeuge haben wollt aus dem DLC, die noch nicht veröffentlicht sind, dann müsst ihr kurz unserem Bot beitreten. In meinem Fall, weil ich PS5 bin, ist es Anabug1B5. Eure Botnamen, by the way, in den Kommentaren, also checkt's mal aus. Und ja, mit beitreten meine ich wirklich jede Meldung mit X akzeptieren, denn die spawnt einfach wieder zurück. Gut, haben die Einladung von Lester bekommen, dann müssen wir uns hier verglitschen. Und Leute, ich sage euch vorweg, das könnte ein paar Versuche brauchen, bis ihr es hinbekommt. Aber es funktioniert, Leute. Was müsst ihr tun? Naja, wenn ihr untere Pfeiltaste drückt, dann könnt ihr den Story-Modus Charakter auswählen. In meinem Fall habe ich nur Franklin, ist auch völlig egal. Wir gehen jetzt mit dem Joystick auf den Story-Modus Charakter drauf. Aber die untere Pfeiltaste halten wir jetzt die ganze Zeit gedrückt. Jetzt fahren wir mit dem Spezialfahrzeug gegen die Garage, so dass wir eigentlich reingezogen werden. Und kurz bevor wir gegen die Garage fahren, lassen wir untere Pfeiltaste los, dass wir den Story-Modus Charakter ausgewählt haben. Wir kriegen ja dann in GTA eine Meldung, möchtest du den Story-Modus zurück? Die brechen wir mit Kreis ab. Und falls eure Minimap, genau wie es bei mir, so verbuggt ist, dann gehen wir sofort aufs Handy, Jobliste und akzeptieren die Einladung von Lester für unsere Basisüberfall. Und ja, dann sind wir erstmal im Ladescreen. Und wichtig, ihr dürft nicht sofort in die Basis reingezogen werden, sondern es muss um die 2 Minuten dauern. Wenn ihr das habt, Leute, dann krass, herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch verglitscht mit diesem Glitch. Aber was es bei euch nicht so ist, ihr direkt reingezogen werdet oder überhaupt gar nicht in diesen Schritt gekommen seid mit der verbuggten Minimap, dann versucht es einfach nochmal, bis es funktioniert. Das funktioniert, Leute, vertraut mir einfach. Aber einen kleinen Tipp vorweg, Leute, falls es bei euch nicht funktioniert, dann geht ihr mal auf Option, Einstellungen, Anzeige und geht bei Anzeige auf Wiedergabe treu. Das soll tatsächlich besser funktionieren. Aber gut, ihr habt es jetzt geschafft und seid jetzt genauso stuck im Ladescreen wie ich, dann wartet ihr einfach. Denn nach circa 2 Minuten werdet ihr in die Basis reingezogen, aber fallt durch die Map. Und seid mal draußen in der Nähe von Mount Chiliad. Das ist sehr gut, Leute. Das bedeutet, ihr seid jetzt verglitscht. Denn wenn ihr die Minimap mal öffnet, werdet ihr sehen, dass ihr laut GTA immer noch beim Fahrzeuglagerhaus seid. Aber ihr seid ja hier. Als nächstes lagert ihr erstmal euer Fahrzeug ein übers Interaktionsmenü und bestellt jetzt das Straßenfahrzeug aus der Basis, was ja keine Versicherung hat. Denn wir müssen jetzt tatsächlich zu unserem Straßenfahrzeug hin. Denn das wird ja nicht bei euch geliefert, sondern weil GTA denkt, ihr seid beim Fahrzeuglagerhaus, wird es natürlich dorthin geliefert. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal dahin. Ihr könnt natürlich jetzt irgendein Straßenfahrzeug nehmen und dahin fahren. In meinem Fall mache ich hier einfach den Jobteleport. Gut, sind wir jetzt mal im Straßenfahrzeug angekommen, dann fahren wir es hier zur Basis. Und euer Freund kommt auch mit zur Basis. Aber ganz wichtig, euer Freund holt jetzt auch nochmal ein neues Straßenfahrzeug, was niemandem gehört. So, sind wir jetzt bei der Basis angekommen, dann nimmt ihr das neue Straßenfahrzeug, was euer Freund mitgebracht hat, und fahrt es in die Basis rein. Ihr kriegt die Meldung, die Basis ist voll. Und das ist sehr gut, denn jetzt kommt der Part von eurem Freund. Euer Freund muss jetzt das Fahrzeug, während ihr in der Meldung drin seid, einmal umkippen auf das Dach. Und am besten macht ihr es mit irgendeinem Rampenfahrzeug, aber mit irgendeinem größeren Fahrzeug geht das auch. Hat euer Freund das dann irgendwann geschafft und sagt euch Bescheid, ey jo, du liegst auf dem Dach, dann akzeptieren wir jetzt mit X die Vollmeldung und steigen mit Dreieck aus. Wichtig, während des Aussteigens öffnet das Interaktionsmenü, dass ihr nicht in die Basis reingezogen werdet. Als nächstes muss jetzt euer Straßenfahrzeug, was ihr mitgebracht hattet, zerstört werden. Das macht ihr mit einer Haftbombe, mit der Granate, Hauptsache es ist kaputt.
Da wir diesen Glitch in einer Online-Sitzung gemacht haben, hatten wir auch irgendwann mal Besuch von irgendwelchen Online-Spielern, die dann das Auto kaputt gemacht haben. Ich meine, für einen Glitch war es praktisch, aber ich habe mich trotzdem erstmal erschrocken, dass auch mal so ein scheiß Monster-Truck mich umgefahren hat. Gut, ne, öffentliche Sitzung ist halt einfach so. Egal, weiter im Glitch. Das Fahrzeug wurde zerstört, dann holt es euer Freund natürlich das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall hole ich vielleicht das gehypteste Auto aus dem DLC, nämlich der Driftbenzer. Euer Freund fährt jetzt das Fahrzeug zum Punkt von der Basis. Euer Freund sieht natürlich diesen Punkt nicht von der Basis, deswegen müsst ihr je nachdem ein bisschen lotsen. Aber wenn das Fahrzeug da drauf steht, dann müsst ihr einfach nur einsteigen, obwohl die Meldung bekommen hat, ey, das Auto gehört dir nicht, kannst nicht reinfahren. Zack, bum, bam, es wird reingezogen in eurer Basis. Und ja, mehr oder weniger habt das Fahrzeug jetzt auch schon. Es ist auch nicht abgespeichert, aber es ist jetzt generell eures. Denn als nächstes, so komisch wie es klingt, müsst ihr jetzt einfach warten. Und zwar ein bisschen warten. Denn genauer gesagt müsst ihr jetzt 15 Minuten warten, bis ihr wegen Inaktivität rausgekickt werdet aus GTA Online. Und ja, das muss leider so gemacht werden, es gibt keinen anderen Weg. Gut, sind wir nach 15 Minuten in einer neuen GTA Online-Sitzung gespawnt, rufen jetzt über Mechanica das Fahrzeug an, was wir gerade von unserem Freund bekommen haben. Aber es wird nicht geliefert, denn der Mechaniker wird anrufen und sagen, ey, yo, ich konnte es nicht liefern. Aber das Fahrzeug ist trotzdem irgendwo. Deswegen schaut man eurer Umgebung nach. In meinem Fall steht es jetzt hier, aber es hat auf der Minimap kein Fahrzeug-Icon. Um das Fahrzeug jetzt wirklich abzuspeichern, wechselt ihr jetzt mal ein Outfit, damit die orange Ladeschnecke gekommen ist. Und danach schließt ihr mal GTA und startet neu. Beim Neustarten des GTAs werdet ihr dann das Auto normal anfordern können und es hat auch euer Fahrzeug-Icon. Aber Leute, das war schon der Glitch. So könnt ihr jedes Fahrzeug kostenlos bekommen. Ja, ich weiß, der Glitch ist jetzt nicht der schnellste, aber ist aktuell der einzigste, der funktioniert. Falls ihr Fragen habt, Leute, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich bin raus, euer Romas. Ciao.